Bergwandern auf dem Pizburin oder die seltsam Kenzi Video, Liter Tee. An schönen Wochenenden zählen sie zum Standard des Frühstücksbuffets auf der Wiesbadener Hütte. Das Haus mit den 180 Schlafplätzen liegt mitten in der Silfretta und zu Füßen des beliebtesten Gipfels der Gebirgsgruppe. Spätestens um 7 Uhr morgens ist das Edelstahlfass leer. Die rote Flüssigkeit steckt in den Thermoskannen der Gipfelstürmer, die die Nacht nebeneinander in Lagern verbracht und fast alle das gleiche Ziel haben, den Pizburin. Am 14. Juli jährt sich seine Erstbesteigung, ebenso wie die des Matterhornes, zum 150. Mal. Keine Mehrtagetour in der Silfretta führt an dem Berg vorbei, es sei denn aufgrund schlechten Wetters. Viele Bergsteiger kommen auch ausschließlich wegen des namhaften Gipfels in die Gegend. Bergführer aus der Region gehen pro Jahr je bis zu 80 Mal mit Gästen hinauf. Aber warum? Der Buin ist mit seinen 3312 Metern nach Pizlinat und Fluchthorn gerade einmal der dritthöchste Berg der Silfretta. Schön ist er auch, keine Frage, aber der schönste? Das Gipfelpanorama ist toll, es reicht vom Dom im Wallis und den Berner Alpen im Westen bis zu den Ötztaler Gipfeln im Osten. Das Auge schwelgt im Anblick der rings am Himmelsraum funkelnden Firne, das Herz fühlt sich ergriffen von der feierlichen Stimmung, die durch den unermesslichen Raum weht, schwärmt Erstbesteiger Johann Jakob Weilenmann. Aber gibt es tolle Panoramen nicht auch woanders? Man kann hier die Gletscher nach Hunderten zählen, berichtet Franz Josef von Buhn 1870 im Alpenfreund über die Aussicht vom Pizburin. Auch das stimmt. Der Klimawandel hat zwar am ewigen Eis der Silfretta genagt, aber ihre Vielzahl ist heute noch ziemlich beeindruckend. Es bleibt die Frage, warum ist gerade dieser Berg so beliebt? Sonnencreme-Ochsenkopf? Bernhardskofen hat eine Antwort. Der Buin ist kein Berg aus der ersten Reihe, aber er hat einen sehr wohlklingenden Namen. Der Professor für populäre Kulturen an der Universität Zürich und passionierter Hobbybergsteiger ist sich sicher, dass der Buin seine mystische Sichtbarkeit seinem schönen, rätoromanischen Namen verdankt. Piz klinge einfach besser als Spitze, Horn oder Kopf. Mit seinem ursprünglichen, deutschen Namen hätte er wohl kaum in diesem Maße Karriere gemacht. Können Sie sich ein Hotel oder ein Sonnencreme-Produkt vorstellen, das Ochsenkopf heißt, mit seinem Künstlernamen schon? Zkofen, dessen Schwerpunkte auf kulturwissenschaftlicher Raumforschung und alpinistischer Tourismiforschung liegen, hat anlässlich Darwin-Jubiläums eine Anthologie herausgegeben, siehe Kasten. Das Buch ist der Versuch einer Biografie des Berges in Texten, erklärt Zkofen. Sein besonderes Augenmerk habe auf den frühen Texten gelegen, auf der Begegnung der Städter, die den Buin-Gipfel als erste erreichten, und den Menschen aus angrenzenden Tälern, die sie begleiteten und ihnen dies ermöglichten, der Paznauner Gamsjäger, Schmuggler und Schafhirte Franz Pöll sowie Jakob Fietscher, Viehhändler und Pächter der Alpe Großvermund. Grüße aus der Flaschenpost. Als Schlüsseltext und alpinen Klassiker bezeichnet er den Bericht des Erstbesteigers Johann Jakob Weilenmann. Der Weilenmann hatte einen unheimlichen Witz, eine spitze Feder, schwärmt Zkofen. Die beiden Kaufmänner und Alpinisten Johann Jakob Weilenmann aus St. Gallen und Josef Anton Specht aus Wien erklommen den Berg gemeinsam. Einen Namen machte sich damit allerdings nur Weilenmann. Der Berg gehört dem, der ihn medial besetzt, sagt Zkofen, der sich viel mit dem Erschreiben von Bergen und der daraus resultierenden Konstituierung von Wissen um die Berge beschäftigt hat. Der moderne Alpinismus brauchte schon damals eine bürgerlich-mediale Öffentlichkeit, ähnlich wie Wimper am Matterhorn, verstand Weilenmann, sie zu bedienen. Specht, der nie zum Buin publizierte, blieb weniger in Erinnerung. Die Erstbesteiger wandten noch einen anderen Trick an, um in die Geschichtsbücher einzugehen. In einer am Gipfel deponierten Flaschenpost übermittelten sie den Nachfolgenden ihren Gruß und berichten, dass sie am 14. Juli 1865 um 2 Uhr morgens von der Alpe Großvermund aufgebrochen seien und um 10:30 den Gipfel erreicht hätten. Wetter magnifique. Apropos Wetter, am Ende ist es vielleicht doch die Sonne, die dem Pizburin einen Superlativ innerhalb der Silfretta sichert. Erstbesteiger Weilenmann jedenfalls notierte, von Vermund gen Buin blickend,
Während die anderen Höhen noch im Morgengrau liegen, glüht seine Stirn schon im Frührot. Abends leuchtet er am längsten über dem dämmernden Tal und eine ebenso glühende Stirn leuchtete 1938 im Gesicht des Chemiestudenten Franz Greiter, der sich am Boeing einen üblen Sonnenbrand geholt hatte. Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg erreichte seine gleichnamige Sonnencreme Marktreife, seitdem kennt und findet man den Pizzbudding in der ganzen Welt.